Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Ich war ordentlich hier einkaufen im Dorf Carfu und alles steht in der Videobeschreibung. Allerdings, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe einiges von meinem Extra-Zeug verkauft, diese ganzen Keulen, die ich damals alle bekommen habe, ne? Hab mir ordentlich eingekeult und dann jede für 2000 verkauft. Denn die Schilde, die ich gekauft habe, finde ich extrem nützlich. Allerdings kosten sie pro 18.000 und ich hatte nur 50.000 und mit dem ganzen Equip, was ich wollte. Naja, aber es geht nämlich um dieses hier, um dieses LF-Schild. Ist ziemlich cool. Plus 1 Zauberstufe, das hat mich halt begeistert. Unsere Schilde vorher waren, glaube ich, auf Verteidigung plus 12 und aus diesem Grunde musste das eigentlich her. Aber gut, das wäre eigentlich alles, was ich hier geholt habe. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu dem Ältesten, nicht wahr? Vielleicht kann er uns ein bisschen über diese Turmratten erzählen, wo ja schon einige Vermutungen aufgetaucht sind, was mich auch freut. Aber was die Turmratten wirklich sind, ja, ihr werdet sehen, das hat dann wahrscheinlich diesen Ach-so-Effekt. Aber warum es diesen Ach-so-Effekt haben wird, werdet ihr sehen und ich merke, na passt schon. Schon ein bisschen, ne? Wobei Su mir nicht so ergeben war. Die hat ja mich, sobald Fina kam, dann doch ein bisschen so... Naja, ich glaube, sie hat in Fina eher das Vorbild gesehen als in Justin, weil ich meine, vor allem, weil sie eine Frau war. Jedenfalls, der Älteste müsste irgendwo, ja genau, hier sein. Interessante Häuser auch. Ich meine, man geht von oben rein und muss dann von oben runtergehen. Ich meine, Architektur ist zumindest interessant hier. Ich mag es, einfach weil es anders ist. Ihr wisst ja, ich mag Sachen, die anders sind. Ich meine, es wird ein bisschen schwer hier rauszukommen, wenn es ein Notfall ist. Und ich meine, der sieht auch nicht mehr wirklich jung aus. Oh ja, wir haben einen kleinen Arsch gerettet. Hätte sie alleine wahrscheinlich nicht hinbekommen. Was? Wir sehen den Leuten im Turm zum Verwechseln ähnlich? Turm der Verdammung. Den Sprite von Justin sieht man jetzt auch zum ersten Mal, oder? Nee, gar nicht. Ich glaube, der kam schon mal, wo es zugegangen ist. Aber wenn ihr dieses Gesicht von ihm seht, dann wisst ihr, dass was sehr Ernstes ist. Also das Spiel, so langsam kommen wir auf die dunkle Seite des Spiels. Ihr werdet schon merken. Aha. Klingt wirklich nicht gerade schön. Was, wirklich? Ach komm. Alles klar. Gut, das hat sich ja gehört. Was denn? Niemals. Das könnten wir tatsächlich für Ärger machen, ne? Aber gut, anscheinend ist irgendetwas in diesem sogenannten Turm der Verbannung passiert. Und dieses Dorf, ihr habt ja dieses auf der Karte gesehen, dieses, ja, graue, sag ich mal. Das war vorher das komplette Dorf und es ist jetzt deutlich kleiner oder verlegt. Ich glaube verlegt. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber das hat damit zu tun, dass ich gesagt habe, es muss irgendwie doch Zeit im Spiel vergangen sein. Aber genaueres werden wir wahrscheinlich erfahren, wenn wir näher dran sind. Wird noch ein bisschen dauern, aber ich würde sagen, wir gehen in den Steinwald und in diesem Gebiet gibt es ein weiteres Mana-Ei zu finden. Ziemlich wichtig. Und noch eine kleine Information, ich habe Rap auch ein Mana-Ei gegeben. Ich habe damit nicht bestätigt oder verneint, dass er bleibt. Es geht einfach darum, dass wir immer noch zwei in unserem Koffer hatten. Und sofern ich noch zwei habe und weiß, wo die nächsten zwei Eier sind, kann ich das also in jedem Fall kompensieren. Ich weiß eh, wie es ausgeht, aber ich möchte es versuchen, so lange spannend zu halten, bis es sich rausstellt, ob er eben geht oder bleibt. Jedenfalls Heuler können wir dadurch einsetzen. Und ich habe ihm ein Messer gegeben, um euch die Doppelgängerfähigkeit zu zeigen. Die werde ich euch wahrscheinlich im nächsten Kampf zeigen, aber ihr wisst ja, wenn ich gerade onscreen irgendwie was mache, dann... Oh, ich habe mich gar nicht aufgeladen. Oh, ich glaube... Das ist doof, da muss ich doch nochmal zurückgehen. Es geht nämlich um Folgendes, dass hier Gegner sind, die so ähnlich wie die Chamäleons sind. Ich glaube sogar noch ein bisschen härter. Und bei denen brauche ich definitiv meine Zauberpunkte. Und die habe ich ja jetzt gerade nicht. Das wäre ein bisschen doof. Von daher, ja, ich glaube, ich gehe gleich aufs Screen nochmal zurück. Hab ja gar keine Wahl. Ja, und Rap ist halt wirklich nicht unbedingt der stärkste im Moment. Aber was soll ich großartig dazu sagen, denn ich meine, er ist gerade erst uns gejoint und... Wobei ist es anders als bei Gatwin. Gatwin kam ja damals auf übertrieben hohem Level. Er wiederum hat eher ein niedriges Level und bitte verbrenn die beiden mal schnell. Ist zumindest anders.
name. Kommt aber übrigens auf einem fixen Level. Ich glaube, er kommt immer auf Level 20. Das dürfte nichts damit zu tun haben, auf welchem Level wir sind. Es gibt ja auch Spiele, wo neue Charaktere oder Charaktere, die irgendwann mal in die Gruppe joinen, sich anpassen. Aber das... Oh, ich habe nicht mal genug. Ja, dann muss ich definitiv mich aufladen. Zum Beispiel in Final Fantasy VI ist das so. Wenn da irgendein neues Gruppenmitglied kommt und da gibt es eine Menge Charaktere. Ich glaube 14 oder 15. Und dort wird das immer angepasst. Ich glaube, neue Charaktere kommen da immer auf dem Level, was euer höchster Charakter ist. Und das kann teilweise etwas stressig sein, wenn man in Final Fantasy VI so wenig leveln will wie möglich. Naja, also zumindest wenn man weiß, warum. Aber ist auch wurscht. So, ich würde sagen, ich gehe ganz schnell zurück und wir sehen uns gleich. So, dann würde ich sagen, versuchen wir das nochmal. Das kann ja nicht so angehen. So, die nochmal schnell aufs Screen gekillt. Nicht unbedingt wegen der Erfahrung, aber besser, als dass sie mich dann von hinten erwischen oder so. Aber lasst mich mal sehen. Im nächsten Kampf möchte ich euch das dann ganz gerne zeigen. Und schaut mal hier. Ja, das Spiel wird wirklich, 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 wirklich viel ernster. Ich habe ja gesagt, dass das Spiel kindlich anfängt und wir mit der Zeit wachsen. Und ich denke, spätestens jetzt sind wir im richtig ernsten Teil des Spiels gelandet. Das ist aber noch so eine Sache. Das ist nochmal eine Ecke verwirrender, weil hier, was, als ich in Nikis Alter war, tauchten diese Typen im verfluchten Turm auf. Okay, vielleicht ist das doch ein bisschen anders, vielleicht. Aber dann wäre das Ganze nochmal fraglicher. Lassen wir das erstmal so stehen. Ich werde das später nochmal versuchen zu analysieren, weil ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwo wurde hier was falsch übersetzt. Warum, werdet ihr dann schon noch sehen. Aber gut. Und was ist das? Ha? Deine Eltern sind zu Stein geworden? Oh, war ja. Ha, knallhart. Ja, natürlich. Hab den Drachenspeiter drauf. Einfach mal so spontanerweise. Ja, genau. Ohne große Planung. So macht man das, ja? Hast du mich Just genannt? Okay, na warum nicht? Jeder braucht Spitznamen. Okay, damit haben wir einen Plan. Ist zumindest recht interessant. Und hier, ihr seht schon, diese ganzen Leute sind hier wirklich einfach versteinert worden, hm? Ich kann es mir vorstellen, es sind ja die Angehörigen von den ganzen Leuten hier. Will man nicht unbedingt einfach zurücklassen, ne? Aber das Brot brauchst du nicht, ist meins. Ja, komm, als ob er das mal essen will. Plus 1 Lebenskraft, nimm du das mal, Rap. Bist wahrscheinlich ein bisschen schwach auf der Brust, auch wenn du den großen Macker die ganze Zeit markierst. Ist so der typische Naruto eigentlich wirklich. Also, ich glaube, die beiden sind sich sehr ähnlich, aber ich glaube, deswegen würden sie auch keine guten Freunde werden. Aber gut, ein Lähmungsarmband, was mich nicht interessiert. Geld, was mich immer interessiert. Müsste mal schauen beim nächsten Geldsack, wie viel die inzwischen bringen. Also es müsste ja gigantisch mehr sein als damals in der Mana-Straße, falls ihr euch noch erinnert. Noch ein Brötchen. Komm, nochmal Zauberpunkte. Bitte, 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 bitte. Nee, nochmal Lebenspunkte. Plus 3 TP. Ja, da hängst du auch deutlich hinterher. Gut, du hast 2 Level hinten dran. Aber das ist eigentlich nicht so entscheidend, es sind mehr die Fähigkeiten-Level entscheidend. Und da haben wir ja auf der ersten CD so viel gekriegt, da ist Rap bei Weitem nicht. Auch nur in der Nähe dran, hm? Einfach so aus dem Nichts, ja. Aber wenn ihr eine gute Unterhaltung gehabt habt, müsst ihr nicht noch jemand sein? Das heißt, seine Eltern sahen auch mal so aus und er hat sie so lange poliert, dass sie irgendwann mal rund geworden sind. Ist zumindest interessant, sage ich mal. Und dieses, ja, wenn ihr so ein Männchen seht, dann dürfte das eigentlich eine Figur sein, aber es gibt ja selten in Städten solche Beobachtungspunkte. Ich glaube, das ist eine der wenigen Städte, wenn man das hier als Stadt zählen kann, denn... Und Moment, das interessiert mich jetzt. Großer Goldsack. Oder Geldsack. Oder was auch immer. 6337. 6937, das heißt, das waren jetzt 600. Wahnsinn. Ist also extremst höher geworden, was wir hier bekommen. Aber warum nicht? 6937 hatten wir jetzt gerade, ne?
Interessiert mich nur, ob der genauso viel ist. Dann müssten wir jetzt 7437 haben. 7500, stimmt. Stimmt, Spiel. Danke, dass du mich berichtigt hast. Und 7537, dann macht das hier wahrscheinlich 300. Dann hätten wir jetzt 7800. Und, nee, 77. Okay, okay. Alles klar. Deutlich mehr als am Anfang. So, und hier haben wir noch etwas Schönes. Ist das hier schon das Mana-Ei? Ich glaube, nein. Ich glaube, das Mana-Ei sieht hier aus wie ein Mana-Ei. Ja, Zaubersamen, sehr schön. Davon kann man nie genug bekommen. Ja, Fina hat schon fast genug. Ein bisschen brauche ich noch, ein bisschen noch. Na, keine Sorge, ich weiß, wie viele Zauberpunkte ich brauche. Und das hat auch seine Gründe. Gut, den Kampf machen wir uns gut. Ich habe gerade überlegt, den zu schneiden, aber ich möchte euch ja noch die Doppelgängerfähigkeit zeigen. Ganz gerne heute. Und von daher machen wir das jetzt. Hauptsache, du kommst noch rechtzeitig dran. Ich habe Rap übrigens auch diesen Helm gekauft, der vor Verwirrung schützt. Hätte zwar sein können, dass wir den hier nochmal bekommen, aber ich möchte kein Risiko eingehen. Dann kaufe ich ihn lieber und habe ihn halt sicher, als dass ich riskiere, dass ich ihn nicht bekomme, ne? Also so sehe ich das zumindest. Bitte lass einen am Leben wenigstens. Das ist doch voll die Höhe. Mann, die Zeit läuft mir davon, das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich meine, klar, ich wollte die Feuerpeitsche einsetzen und alles, und es hat doch massiv Erfahrung gebracht. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass ich... Ja, bist ein bisschen langsam, Rap. Naja. Gut, dann versuchen wir es im nächsten Kampf. Und wenn es da nicht klappt, dann müsst ihr bis morgen warten. Das kann ja nicht angehen. Sind schon... Ernsthaft? Na gut, ich habe nichts dagegen. Ich höre das Theme ziemlich gerne so. Und Tommy, du hast ja gesagt, dass das andere Theme bis dahin loopt in dem Song. Also auf YouTube kenne ich das auch so. Aber ich kann jetzt nicht garantieren, ob das auch im Spiel so weit läuft, weil ich glaube, dass es in-game loopt. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, weil die Kämpfe leider nie so lange gehen bei mir. Deshalb kann ich es dir nicht sagen, ob das wirklich irgendwann mal zu dieser Stelle kommt. Ja, halt mal den mit dem lockenden Gas bitte auf. Das ich mag kein Gas. Lieber nicht. Lieber nicht, wenn du es noch schaffst. Ich glaube aber, es wird ein bisschen eng. Und du kümmerst dich um das Vieh. Haarspray. Lockendes Gas wird zu Haarspray, absolut. Vergiftung ist nicht mehr schlimm, wir können Gift heilen. Denke ich. Ah, die Doppelgängerfähigkeit ist noch etwas, was mich an Naruto erinnert. Ich meine... Ja, sowieso ist das seine beste Technik, ne, aber... Das heißt, er teilt sich einfach mal in drei Charaktere auf und klatscht ein bisschen auf das Vieh. Finde ich stylisch. Allerdings, wie gesagt, können wir diesen Move nur einsetzen, wenn wir entweder ein Messer oder ein Schwert ausgerüstet haben mit Rap. Und haben wir ein Messer oder Schwert ausgerüstet, können wir sowas wie, ich glaube, Geschoss oder Seitenwurf nicht mehr machen. Aber Scheiben geht immer noch. Oder? Scheiben müsste noch gehen. Ja, Scheiben können wir immer noch einsetzen. Weil er dafür halt nicht diese Teile da benutzt, also nicht seine Wurfgeschosse nimmt, sondern ein extra Geschoss dafür hat, aber na gut. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, aber es gibt nochmal spielerisches Element, weil ich meine, Su war ja im Endeffekt mehr oder weniger genauso. Nicht so wie bei Justin, der jede Fähigkeit mit jeder Waffe machen kann. Und ich glaube, heute werden wir wieder ein bisschen überziehen. Eigentlich wollte ich ja die Folgen etwas kürzer machen, aber na, ich hoffe, es stört euch nicht. Ich glaube, ich stelle meinen Timer vielleicht auch wieder auf 18 Minuten. Denke schon. Aber ich mache erstmal ein Schnitt, mach die fertig und heil mich mal kurz. Ja, und für die Vernichtung dieser Gegner, ja, gab es ein bisschen Erfahrungspunkte, ganz toll. Übrigens, ich denke, ich werde wirklich dieses ganze Gebiet hier wirklich hier noch in diesem Part abschließen, einfach weil das, wie ich es schon im letzten oder vorletzten Part gesagt habe, einfach konstanter ist und ich finde es schöner zum Ansehen. Und ich kann euch so viel sagen, dieses Mana-Ei ist tatsächlich das letzte Mana-Ei, was ich brauche. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass Rap bleibt oder geht. Denn ich meine, im Endeffekt haben wir jetzt zwei Mana-Eier über und es kann ja auch sein, dass eine Person... Joint, die, also die halt konstant bleibt, die vielleicht schon drei Zauber hat und nur einer fehlt oder sowas. Oder sogar zwei nach dem Motto, ne? Oder vielleicht eine, die schon alles hat und eine, die zwei braucht. Also, ich lasse euch da noch alle Gedankengänge offen. Aber gut. Und Moment, ich glaube, ich bin in diesem Gebiet noch nicht ganz fertig. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ja, ich schneide wirklich nicht. Also, ich versuche wirklich in Zukunft, ich weiß nicht, ob ich mich da komplett dran halten werde.
aber ich versuche halt für die Zukunft immer dort Schnitte zu machen, wo ich speichern kann. Beziehungsweise, achso, da war nichts mehr, gut. Aber ich versuche immer meine Folge da zu beenden, wo ich speichern kann, einfach weil das besser ist zum Schauen, glaube ich. Und für den Fall, dass man selber spielen sollte. Ist auf jeden Fall extrem von Vorteil. So, dann schauen wir mal. Na, kannst du mal. Links, rechts, geradeaus. Der Kompass zeigt geradeaus, von daher erstmal rechts lang. Ja, nicht links. Ja, nicht zu schwer. Ich möchte aber mal was anstellen, und zwar ist es, glaube ich, von Vorteil, wenn ich das Item, was du hast, mit dem von dir tausche. Mich interessiert zwar die Technikstufe nicht, aber ich möchte... Ja, mach du lieber das, weil ich möchte mit Rap ein bisschen schneller zaubern. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Ja, das lohnt sich einfach so extremst, weil er jetzt so viel schneller zaubert. Das heißt, er hat viel mehr davon. Ja, schwer ist was anderes. Gehen wir nochmal kurz zurück und holen den... Habe ich nicht einen Goldsack hier eben liegen lassen? Oder bin ich schon... Nee, den habe ich vorhin schon geholt. Okay. Bin ich, glaube ich, gerade irgendwo hier woanders gewesen. Übrigens, diese schwarzen Chamäleons, von denen ich schon geredet habe, die müssten sich hier immer in diesen Laubhaufen teilweise verstecken. Diese Raupen sind übrigens interessanterweise nicht geschützt vor Schlaf. Ha, sind eben ordentlich eingepennt im Kampf. Sturmarmbande, plus 2 Schneesturmschutz, interessiert mich nicht. Und Rap hat Läufer gelernt, das heißt, er hat mit Wind Stufe 2 erreicht, was mir hilft, Wind noch schneller bei ihm jetzt im Moment zu leveln. Wunderbar, wunderbar. So, aber ich habe mich hier ein bisschen verlaufen, versucht das ein bisschen zu überspielen, aber eigentlich finde ich es doof, dass ich diese neuen Gegner noch nicht zeigen konnte. Ja, zwar nicht so schwer, aber ich musste eben wieder eine Vergiftung in Kauf nehmen, was mich ja nicht stört, weil... Na, achso, Fina war es, Entschuldigung. Einfach, weil ich dafür wieder Erfahrungspunkte kriege, von daher kann das ja nie schaden. So, schauen wir mal kurz hier vorne, ich glaube, hier ist nur eine Sackgasse, ja. Nee, Moment, hier geht's weiter. Nee, so einfach trickst du mich nicht aufs Spiel. Nicht so leicht. Aber, da geht's dann wieder zurück. Und ein Geldsack. Yeah, jeder Geldsack, den wir mitnehmen können, ist gut. So, alles nicht zu schwer. Nee, es gab gerade nichts zum Heilen. Nee. So, und noch ein Brötchen. Yeah. Was kannst du? Kekse. Weglegen brauche ich nicht. Ist mir nicht mal wert, das zu verkaufen. Nee. Ich meine, am Anfang des Spiels war ich kein Fan von solchen Sachen. Aber gut, ist ja auch nicht Pokémon, wo das irgendwie die Beliebtheit zwischen den Charakteren steigert oder so. Aber gut, wir haben es geschafft. Und das erinnert mich so ein bisschen an das Gebiet, wo man das Ende der Welt erreicht hat, ne? So ein bisschen. Und er ist jetzt quasi wie Fina, die dahin gezeigt hat, ne? So ein bisschen erinnert das schon daran. Müsste ich mir mal die Szene nochmal genau ansehen, ob die so ähnlich gewesen ist, aber ich glaube schon. Doch, das wirkt ziemlich nach Ende der Welt, oder? Aber hier ist nicht das Ende der Welt. Nein. Okay, schauen wir uns den Turm mal an. Und diese Musik dazu? Nein. Kann es tatsächlich sein? Wir könnten jetzt auch nochmal zurückgehen und uns heilen. Ich glaube, das mache ich lieber auch. Den Turm der Verdammung schauen wir uns also genau beim nächsten Mal an. Aber kann es wirklich sein, dass die Galil Forces hier sind? Und deswegen frage ich mich an dieser Stelle auch, ob ein Zeitsprung, oder denke oder dachte zumindest, dass es einen Zeitsprung gegeben haben muss. Aber wenn er schon sagt, dass es als Kind so war, könnte ich, sobald wir einen Punkt erreichen, es vielleicht auch versuchen, anders zu erklären. Also es kann auch sein, dass die ganze Gegebenheit anders ist. Könnte sein. Aber schauen wir mal, ob die Galil Forces wirklich was in diesem Turm zu schaffen haben. Beim nächsten Mal in Let's Play Grandia. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.